geht die Welt unter? Nein, voll. Nein, in der vierten Stunde, wenn wir die Luft ausgehen. Ja, heute ist der 21. Dezember 2012 und wir feiern heute den Weltuntergang oder wir versuchen den Weltuntergang entgegenzuwirken mit Welschriesigen trinken. Jawohl! Also ich bin fest davon überzeugt, die wollten nicht untergehen. Das Spielfeld auch Zukunft hat. Wir gehen schon davon aus, dass es heute was zum Feiern gibt. Und was Legers gibt es eigentlich immer was zum Feiern. Der Weltuntergang, von denen hat man, glaube ich, alle zusammen nicht viel. Auf alle Fälle überwiegt die Freude. Wenn wir gleich sind, wir ja da und lassen es uns gut gehen, weil wir den heutigen Tag überlebt haben. Ne? Ich denke fast, dass mit dem Biene Meier-Kalender, das ist eh nicht so ganz so stimmig. Also, wir werden unser Weltuntergangssteak genießen und morgen wieder mit unserem hochgeladenen Auto anfahren. Oh mein Gott, da gibt es nicht genug Weine, was man halt noch schnell trinken sollte. Aber am besten ist immer, keine Ahnung, nichts, was man da selber daheim im Keller hat. Also wenn jetzt wegen Meteoritenschauer irgendein Scheiß wäre, dann wäre es da eindeutig draußen ein bisschen höller. Und es wäre wärmer. Also auf das hin, sage ich mal, die Welt geht nicht unter. Da kann man überhaupt nichts dagegen machen. Es passiert einfach so, wie es kommt. Und mir wäre das sogar recht, weil da wäre viele Sorgen entledigt. Bin ich dabei beim Weltuntergang. Bauen wir wieder alles neu auf. Aber die Frage ist, was machen die Fische, wenn die untergehen? Der Weltuntergang kann kommen. Wenn man sich verbessern kann, dann alles. Das ist ein eigenes Lied. Und danke, dass du da bist. Ja. Ja. Danke, dass du da bist. Ja. Danke, dass du da bist. Ja, immer. Ja. Ich denke, da auch schon noch mal. Warte, wenn du sagst, du bist hier, das Drum-Elixier der Südsteiermark ist Welschriesling. Und wir haben bis jetzt gesehen, dass die Welt nicht untergegangen ist. Darum hoch den Welschriesling. Danke. Das heimt jede Depression, bringt einfach ein Wohlgefühl und bringt einfach Schwung ins Leben. Dass die Welt nicht untergeht, liegt an meinem gesunden Leben. Viel Wein trinken, nichts rauchen und immer früher schlafen gehen und viel Sport machen. Deswegen ist die Welt da nicht untergegangen. Ein Weihnachtswunder ist geschehen. Die Welt, sie wird nicht untergehen. Nun bedanke ich mich und wünsche für wahr frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Ja, heute ist der 21. Dezember 2012 und wir feiern heute den Weltuntergang oder wir versuchen den Weltuntergang entgegenzuwirken mit Welschriesigen trinken. Jawohl!
Also ich bin fest davon überzeugt, die wollten nicht untergehen. Das Spielfeld auf Zukunft. Wir gehen schon davon aus, dass es heute was zum Feiern gibt. Und was Legers gibt es eigentlich immer was zum Feiern. Der Weltuntergang von denen hat man, glaube ich, alle zusammen nicht viel. Auf alle Fälle überwiegt die Freude. Wenn wir gleich sind, wir ja da und lassen es uns gut gehen, weil wir den heutigen Tag überlebt haben. Ne? Ich denke fast, dass mit dem Biene Meier-Kalender, das ist eh nicht so ganz so stimmig. Also, wir werden unser Weltuntergangsteak genießen und morgen wieder mit unserem hochgeladenen Auto anfahren. Da gibt es nicht genug Weine, was man nicht noch schnell trinken sollte. Aber am besten ist immer, keine Ahnung, nichts, was man da selber da im Keller hat. Also wenn ich jetzt wegen Meteoriten schaue, den ganzen Scheiß wäre, dann wäre es so eindeutig draußen ein bisschen höller. Und es wäre wärmer. Also auf das hin, sage ich mal, die Welt geht nicht unter. Da kann man überhaupt nichts dagegen machen. Es passiert einfach so, wie es kommt. Und mir wäre das sogar recht, weil da wäre ich viele Sorgen entledigt. Bin ich dabei beim Weltuntergang. Bauen wir wieder alles neu auf. Aber die Frage ist, was machen die Fische, wenn die untergehen? Der Weltuntergang kann kommen. Wenn man sich verbessern kann, dann kann man. Das ist ein eigenes Lied. Das danke, dass wir da sind.